bevor das Video startet, habe ich noch was zu sagen. Das Video dient rein den Unterhaltungszweck und sollte nicht anders gesehen werden. Keine im Video getroffenen Aussagen spiegeln meine politische Einstellung oder Meinung wider. Sämtliche Aussagen sind rein auf das Spiel und die dort vorkommenden Ereignisse zu beziehen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Schauen. So, welcome back. Ich muss ehrlich sagen, wo Großbritannien mir den Krieg erklärt hat und ich hatte nur diese Kavallerieeinheiten, nicht mal Panzer wirklich in Erforschung, haben wir immer noch nicht, habe ich wirklich gedacht, wir verlieren jetzt. So, Rohstoffabbau ist durch. Ich habe einfach gedacht, wir würden jetzt hier straight verlieren. Dass wir keinerlei Gegenwehr hätten, keine Chance. Aber mittlerweile, ich glaube, wir sind hier komplett am Gewinnen. Dauert nicht mehr lange, dann haben wir sämtliche Truppen, die hier unten hingehören, hier oben. Dieser General wird dann erstmal jetzt seine Truppen da ablösen. Hier noch irgendwas anderes zu tun? Nee, ne? Gut, dann werde ich euch jetzt einfach alle hier hin tun. Du hast noch einen Offensivbefehl. Wo hast du denn bitte noch irgendwo was? Na, egal. Du wirst dich denn hier an diese Grenze begeben. Da ja die ersten hier jetzt ankommen. Wir nehmen 7 Divisionen. Die müssen noch reichen, um da auf die Insel mal raufzukommen. So. Dänemark ist gefallen. Uns einfach dich bereit machen für die Offensive. Es rentiert sich nicht, Norwegen anzugreifen, meine Freunde. Tut es einfach nicht, weil wir mit unseren Armeen von oben daran gehen. Aber wir nehmen uns dann auch einfach Schweden. Ja, Deutschland, geh doch auf England. Oder sichert doch mal einer dieser blöden Inseln. Ich weiß auch nicht mal, welcher Portugal jetzt ist. Und irgendwo, wo denn Hauptstadt ist. Eine Marionette Englands ist. Okay. Oh ja, warte mal. Wenn es eine Marionette Englands ist, dann können wir gucken. Das hier ist eine Marionette Englands. Das hier ist das freie Portugal. Diese kleine Insel ist ein Hauptland. Madeira ist eine Hauptnation. Wie Russland oder Deutschland oder die USA. So wichtig ist diese kleine Insel Madeira. Der alte Feind. Und dann gehen wir jetzt einfach schon mal auf das Baltikum sichern. Es werden. So, nebenbei ziehen wir mal eben falsch. Diese gesamte Frontlinie von euch mit darüber. Bam. Ab in den Krieg gegen alles. Der grüne Arm über Europa. So könnte man das nachher bezeichnen, wenn wir hier alles annektiert kriegen. Dann wäre es der grüne Arm über Europa. Gut, gucken wir mal, wie wir jetzt hier durchkommen. Natürlich, die kämpfen jetzt hart. Aber wir werden hier einfach komplett durchschneiden, denke ich mal. Asien ist ja sicher, da müssen wir, hier sind wieder Landungen. Afrika, Solalane, die kriegen das nicht auf die Reihe. Afrika zu sichern, das ist eigentlich easy, aber egal. Gut. Ich hab mal jetzt das da. Die anderen übernehmen das hier. Die sollten sich jetzt nochmal unter Beweis stellen, dass sie es auch würdig sind, weiterhin für mein Land zu kämpfen. Das machen sie gut, die haben keine Chance. Gegner. Ah, Marine brauchen wir selber. Luft. Wir haben. Sympathien für Bulgarien erwachen in Mazedonien. Okay. Wir haben sogar eine kleine Luftwaffe. Nichts Weltbewegendes, aber die können ja hier ein bisschen helfen. Machen sie irgendwas.
Landungstruppen sind ready, wenn irgendjemand eine Landung macht. Nicht hier, sondern da. Ja, mittlerweile, ja. Langsam sind es ausgeglichene Prozente. Wir müssen uns also überlegen, was wir wirklich wollen an Boden. Mongolei. Mongolei wird auch noch fallen. Und heute auch noch. Ob ich wirklich das dritte Rom mache, ich weiß nicht. Wir waren jetzt ein Zar. Ich weiß nicht. Wir haben echt gute Truppen. Also echt viele. Ja, notfalls werden die hier oben ja später frei. Und ein paar von euch gehen nach Stockholm. So, verbesserte Waffen. So, hier können wir nicht viel machen gerade. Ich würde mal jetzt das Eingraben nehmen. Und danach ein paar Pioniere. Ich möchte gerne, dass ihr zwei, nur ihr zwei, nach da unten zu diesem Hafen geht. Macht mal einen Kessel. So, hier sind immer noch keine Landungen. Die Deutschen haben eine Landung gemacht, aber ich glaube, die schicken Truppen ganz komisch nach da oben. Ach, das sind nur Schiffe. Okay, ich dachte, das wäre eine Landung. Okay, und dann geht ihr von da nach Stockholm von mir aus? Was zum Teufel? Wo müsst ihr hin? Nach da? Dann geht ihr nach da unten. Ist ja langsam lächerlich. Normalerweise ist Japan, wenn sie ein bisschen Zeit haben, Norwegen hat kapituliert, relativ gut dabei, Australien auseinanderzunehmen. Aber aktuell macht Japan das nicht. Sollten sich um Australien als nächstes kümmern, weil dann haben wir dieses spanische Alliierten beigetreten. Okay, haben wir jetzt gerade keine einfachen Truppen dabei. Nehmen wir mal die nach da und nehmen dann davon die Hälfte, die sich dann dahin begibt. So, versuchen wir schnell. Und Katalonien ist da auch aufgegangen. Nehmen wir die Hälfte der Kavallerie nach hier. Und diese Hälfte kommt sicherheitshalber nach da. Ich vertraue mittlerweile nicht mehr den Ländern, die sich kein Bündnis anschließen. So. Ja gut, Flugzeuge nehmen wir MiG, weil MiG nehmen wir Sevastopol, Vereinigung Sibiriens. Sibirien meine ich, also Sibirische Halbinsel. Mein Fehler, nicht Sibirien, das ist was anderes. Ja, der macht kaputt. Wenn es gegen uns kämpft, machen kaputt. So einfach. So, wie lange denn noch? Dauert auch noch ein bisschen, bis wir uns Estland netten nehmen können. Ja. Ist das schon immer ein unbetretbares Gebiet gewesen? Kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Ich dachte, das wäre immer betretbar. Was denn hier? Warte mal. Wo war das? Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen, was ich noch nie gesehen habe an Land. Das hier. Hügel. Okay. Hügel kenne ich doch, aber es sah irgendwie ein bisschen befremdlich aus im ersten Moment. Ja gut, und danach helft ihr mal da. Die wirken, als ob die ein bisschen Struggle haben. Oh. Oh, die haben hier auch ein bisschen Struggle.
Ihr braucht man, euch braucht man da nicht mehr. Dann ihr nach da. Ihr nach hier. Ihr da. Die hätten einfach nur nicht mit in den Krieg sich einmischen müssen. Easy. Keine Probleme. Keine Verluste. Wahrscheinlich kamen Großbritannien und die USA und sagten, jo, wenn ihr nicht beitritt, jo, jo, gibt Ärger, falls wir gewinnen. Ah, es hat sich ein Land geformt. Damit ist Portugal aber aus dem Rennen. Jetzt ist es nur noch Großbritannien, Australien, auf einmal Mexiko und die USA. Wenn immer mehr. Obwohl welche gehen, so wie Portugal, kommen immer neue dazu. So. Ihr seid da. Ihr geht nach Dunkirchen und ihr geht nach Brest. Oder Brest. Brest. Baltikum, wunderbar. Haben wir hier noch Vorteile von, außer Dänemark? Nein. Aber hier kriegen wir noch gegen Großbritannien. Griechenland. Und deswegen nehmen wir die, weil die sind verbündet mit uns. Weil, ganz einfach, die welche... Oh, ich habe gar keinen Offensivbefehl, ne? Hoppla. Weil vielleicht kriegen wir Anspruch darauf durch späteren... heute ist nicht mein Tag, heute ist nicht mein Tag. Oder späteren Friedensverhandlungen, so. Oh, hier ist eine Landung. Macht weg. So. Großoffensive noch da. Nichts anderes folgt mit irgendeinem dieser asiatischen Länder gerne. Wie sieht es denn hier unten in Afrika aus? In Afrika sieht es gut aus. Amerika hat eine japanische Landung hinter sich. An zwei Stellen. Aber die hat nicht viel Schaden verursacht. Gut. Meine Leute sind bereit für eine Landung. Ihr habt gerade nichts mehr zu tun. Ihr langweilt euch. Dort machen wir Progress. So, haben wir noch... Das hier ist nichts. Das hier ist nichts. Hier kriegen wir die Türkei noch mit ins Rennen, gegen die wir den Krieg führen. Problem ist, panslawischer Nationalismus. Das heißt, wir würden unser eigenes Bündnis machen. Okay, Polen muss akzeptieren, dass wir sie aufsaugen und dass dann sozusagen sie uns gehören. Und das wäre der einzige Weg, wie wir da rankommen an Polen. Dann hätten wir auch noch annektieren gegen Rumänien. Das ist schon besiegt. Hier würden wir halt das dritte Rom heißen, bla bla bla, ja. Okay, hier würden wir einfach nur für manche Länder, welche gar nicht mehr existieren, Garantien aussprechen, ist irrelevant. Und hier kriegen wir Schicksal Rumäniens, aber dafür bleiben wir der Zar. Wiederum, hier würden wir das dritte Rom werden, was ich noch nie war, was mich vielleicht doch... Wir waren jetzt ja zum Großteil des Runs der Zar. Wollen wir einfach auf das dritte Rom gehen und mal gucken, was denn hier passiert, weil so sind wir vom Zaren doch etwas abgewichen, aber haben trotzdem was erlebt. Es ist ja nicht so, dass wir ihn ja vom Thron werfen, sondern er wird einfach nur... Er bleibt der Zar, er bekommt ein paar schöne Sachen und kann glücklich sein. Nee, weil, relativ einfach gesagt, ich interessiere mich jetzt nicht unbedingt Deutschland den Krieg zu erklären, nur um Italien und so oder Dänemark. Also heute bin ich mal nicht begeistert dafür, gegen unsere ganzen Verbündeten Krieg zu führen für so ein bisschen was. Gegen Japan ist was anderes. Denen haben wir was im Bürgerkrieg gegeben, was wir wieder haben wollen. Ein Stück Land.
Aber gegen Deutschland und so oder so, ja, Polen, wir können leider keinen Krieg erklären, glaube ich. Wir können den Krieg erklären. Perfekt. Macht euch für eine Landung bereit. Und ihr macht euch für eine Offensive hier in Polen bereit. Ich will meine Elite-Truppen haben, was ihr nicht, was ihr nur indirekt seid, aber egal. Holt euch endlich die Hauptstadt. Der Tod von Zar Boris III. Bulgarien. Tut mir leid, Zar Boris III. Kriegsanleihen, wunderbar. Kriegspropaganda. So, das alles gut. Und du machst dich auch für eine Invasion bereit. Du gehst einfach hier mit all deinen Männern nach da. So. Das hier unten schafft ihr schon. Und oder warte mal. Okay, machen wir das anders. Hier ist eher so das Gebirge. Welche Kavallerie wäre besser? Hier ist schlechter. Das heißt, die hier bleiben für die Möglichkeit einer Invasion vorhanden in Cherbourg. Die anderen drei machen sich für eine Offensive in der Türkei bereit, um nachher das dritte Rom anzukündigen, einzuläuten. Ihr seid natürlich auch ready to go. So, unsere minimale Luftwaffe wird sich hier begeben und dann über Polen fliegen. Und wir sind mit einem Plus. Wladimir III. Durch polnische Getue verärgert. Naja, die Polen, was auch immer die hier gerade mit ihrer Bauernunion tun. Wir haben deutsche Garantie. Das darf man nicht vergessen. Die haben sie gar nicht. Eigentlich ist es ja Danzig gegen Garantien, aber die können ja natürlich nicht gegen uns da was machen. Das sieht eigentlich recht okay aus. Gut, jetzt müssen wir noch besiegen einige Länder. Eigentlich, England steht alleine da. Die sind easy zu besiegen. Australien steht alleine da, sind easy zu besiegen. Mexiko, so lala. USA wird hart. Die USA wird wirklich hart. Das wird der heftigste Krieg, den wir führen werden, wahrscheinlich. 1. Oktober 43. Nein, das ist unser Militär ja komplett ausgebaut. Wie sieht eigentlich jetzt das Straßennetzwerk aus? Wo wurde das Straßennetzwerk denn ausgebaut? Ah ja, hier oben im Norden. Weil ich ja zuerst eigentlich einen Krieg gegen Japan wollte, stimmt ja. Österreich-Ungarn würde ich ja gerne tatsächlich wieder als Nation haben, mit im Bündnis. Warum nicht? Ja, Fabriken. Ah, die haben die andere Seite von Gibraltar gesichert. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Das würde easy sein, würden wir dann eine Invasion hinkriegen. Würden wir es schaffen, eine blöde Invasion dahin zu kriegen? Oder halt in die USA eine Invasion? Das wäre auch noch möglich. Hier diese kleinen Sachen wie Palma de Mallorca. Okay, Madeira wurde tatsächlich erobert und Ponta Delgada, Geda, spielen eigentlich keine Rolle. Meines Bruders Hüter.
So, machen wir das. Ich gucke mich hier gerade um. Türkei und Polen. Und dann hätten wir hier in Europa erstmal Ruhe bis auf Irland und England. Aber nur England muss weg, also Großbritannien. Notfalls würde ich eine Landung mit in Großbritannien machen, das zu erobern. Sofern unsere Leute einen Hafen bekommen, dann helfe ich. Selber eine Landung, dafür müssten wir dann auftechen, dass wir auch rein auf Landung gehen. So, das haben wir. Das rechtmäßige Erbe des Reiches. Die alte byzantinischen Reiche ist zwar längst Geschichte, doch irgendjemand muss die Pilger ins Heilige Land weiterhin beschützen. Die Briten und Franzosen sind dieser Aufgabe offenkundig nicht gewachsen. Daher sollte sie uns zufallen. Das Heilige Land? Okay, machen wir einfach. Machen wir das dritte Rom. Warum nicht? Am Anfang dachte ich, das wird so ein einfacher Run, wo wir wirklich rein den Zahn wiederholen und unsere alten Grenzen so ein bisschen ausbauen. Mittlerweile. Bin ich davon auf jeden Fall überzeugt, dass wir ein weiteres, größeres, religiöseres Ziel haben, anstatt den blöden Zahn. Dennoch müssen wir auch noch eine Streitkraft bereit machen, die Mongolei nach anzugreifen. Zwei Fronten schnell fertig machen. Glaube, dafür würden sich am besten die Truppen eignen, die sich um Polen kümmern. Je nachdem, wie schnell wir mit der Türkei fertig werden, können es auch die Truppen der Türkei machen. Was mir halt sauer aufstößt, ist halt Mittel-Nordamerika. Großbritannien sehe ich eigentlich gar nicht so als Problem. Großbritannien hält ja nie lange aus, wenn man erstmal einmal auf Land ist. Australien, da werde ich keinen Fuß hintun. Und wir haben eine relativ minimale Flotte. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben mit dieser Flotte. Dass die also den Ärmelkanal zu bekommen. Mit ihren mittlerweile 400 maybe Schiffen. Pioniere, wir gehen mal auf die Ach, schnell die Aufklärung und wir werden jetzt einfach mal in Landungsschiffe setzen, falls wir wirklich mal doch selber noch eine Landung machen müssen. Welche wir ja so oder so machen müssen, wenn wir gegen Japan in den Krieg ziehen. Okay, die Landung Irland hält. Dublin ist gefallen. Wir bringen die Kavallerie an die Front mit dem Offensivbefehl. Wenn die Dublin halten, bis wir da sind, dann könnten wir vielleicht gut aushelfen. Okay. Ihr kriegt ja auch einen Offensivbefehl, damit, wenn es soweit ist, dass ihr direkt loslegen könnt. So, und Truppen sind da. Da sind ein paar amerikanische Truppen, das ist ja kein Problem. So, bleiben wir dann einfach an einem dieser Häfen. Bleiben wir bei Dublin. Und falls wir denn eine Invasion machen nach Großbritannien, helfen wir. Ja. Gut, macht einfach weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Polen hält nicht lange aus. Die haben großgestreckte Bereiche ihrer Truppen. Ja gut, hier kommen. Am Anfang waren die amerikanischen Truppen etwas gut gegen unsere Jungs, aber jetzt, wo sie merken, oh mein Gott, das sind russische Kosaken. No, no. Die wollen nicht mehr. Ja, noch diesen Kosaken-Trade genommen, oder? Kosaken.
Und das war's mit Irland. Gut, jetzt könnt ihr euch in Dublin stationieren und warten. Also, ja, egal wo wir landen, wir brauchen hier einen Hafen. Oh, eine Landung. Gegen uns. Also gegen unsere Leute, okay. Die verlieren zwar immer viele Truppen dabei, so Australien ist noch unberührt. Boah, Frankreich verliert Boden. Ach, die haben hier ihre kleine Insel verloren. Ja, die sind gefallen. Die kann man schon mal als, die haben zwar einen Hafen gesichert. Aber das ist kein nennenswerter Hafen und die deutschen Truppen sind schon drumherum, die haben verloren. Wenn die jetzt hier die Truppen stacken und vielleicht sogar nach hinten die zurückdrängen, selbst dann überstrecken die sich, weil Großbritannien hat nicht die Manpower, auch hier zu kämpfen. Die USA kann auch nicht ihr eigenes Land schützen, auch nicht Mexiko, USA und Kanada, da kann ich ihr eigenes Land schützen, hier in Afrika kämpfen und auch hier sein. Die werden sich überstrecken. Okay, und ihr greift mal hier an. Und die Hälfte von euch da. Irland hat nur 2 Häfen. Wenn die nur 2 Häfen haben, schicken wir die Hälfte unserer Männer nach Belfast. Indem wir das machen, kann keine Invasion auf diesem Land erfolgreich mehr sein. Und wir können jederzeit natürlich von der Insel runter über die Häfen. Perfekt. So. Macht euch nicht so verrückt. Den Kessel müsst ihr nicht angreifen. Lasst ihn stehen. Macht eure Invasion. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt auf Schiffe umzusteigen. Das ist jetzt zu spät. Eine Invasion in der USA wird wahrscheinlich... Das rechtmäßige Erbe des Reiches. Wahrscheinlich etwas einfacher. Dritte Rom will ich jetzt noch nicht machen. Oder ist das ein permanenter Bonus, den er hat? Permanenter Bonus gegen Japan. Aber wir machen erstmal die Hauptstadt des Zaren. Müssen wir das jetzt irgendwie... Oh, wir können den Krieg einfach erklären. Okay, Türkei. Mach dich bereit, unterzugehen. Ja, ja, ihr dürft mit beitreten. Dann kann meine Kavallerie auch was tun. Gut, das dauert noch. Aktuell sind bei uns richtig heftige Stürme, so Orkanböen und so. 120 Kilometer die Stunde geht der Wind hier durch. Alter, laut... Und angsteinflößend in so einem alten Bauernhaus, wenn man dann in der, im Dachboden, also nicht unter Dachboden, sondern Dachwohnung, nenne ich es mal, lebt und dann immer diesen heftigen Wind spürt und so, wie das Dach dann auch knarrt. Alter, das ist schon ganz schön creepy. Aber nicht so creepy, wie es von ist, von russischen Truppen von beiden Seiten angegriffen zu werden. Okay. Alter, das sieht so abgefuckt aus, diese Grenzen, aber egal. Gut, hier wird weiterhin bombardiert. Wurde da gerade ein Nuke drauf gedroppt? Ich glaube nicht, oder? 1943 Nukes? Ich glaube nicht. Einfach nur Bombardement der Alliierten. Soll die doch ihr Land bombardieren? Das ist ja eh nicht meins und ich habe eh kein Interesse dran. So, geh einfach direkt nach Ankara durch. Polen, du siehst schon, was mit dir als nächstes passiert? Ja, gut. So, ich werde jetzt hier schneiden. Aber die Folge geht weiter. Ich brauche nur was zu trinken und das will ich jetzt nicht in der Aufnahme holen. Ich will euch jetzt hier nicht einfach warten lassen. Aber wir haben freie Häfen. Das heißt, wir machen nochmal ganz kurz einfach nur die Produktion davon weiter. Gut, dann sehen wir uns gleich nach meinem Schnitt. Bis gleich. Okay, beim Trinken holen habe ich auch so ein Spiel laufen lassen. Und die Türkei hat kapituliert in der Zeit. Das tut mir jetzt etwas leid. Habe ich gefailt. Warum willst du Infanterie-Anführer werden? Na gut, machen wir kurz die Reste weg. Da habe ich jetzt gechoked. Kann ich mir jetzt aber in Ruhe was einkippen gehen, dann trinken. Ja, haha, Mist.
Das war wirklich etwas dumm. Oh nein, nicht zu voll. Nicht, dass es gleich überläuft. So, das haben wir gleich. Diese kleinen Inselgrüppchen sind eingekesselt und kommen ja auch nicht mehr wirklich gut weg da. Rhodes oder so. Weg. Gut, als nächstes, ihr könnt euch nach hier oben begeben. Ihr könnt euch dann nach hier begeben. Als nächstes machen wir das Land der Pferdeherren fertig mit unseren Pferdeherren. Wobei eigentlich nur eine unserer Armeen eine Pferdeherrenarmee ist, die da hilft. Die anderen sind Infanterie-Leute. Normale Bodeninfanterie. Ja, habt ihr? Ja, ihr habt, aber wir haben hier noch was. Das muss auch noch weg. Königreich, also so eine Türkei, welche uns zur Hälfte gehört, würde ich mit leben können, aber das Problem ist, die richtig leckeren, falsch, Ressourcen sind hier. Müssen wir mal gucken. So, Fließbandproduktion. Wir werden unsere Industrie in der Zeit einfach erhöhen und verbessern. Wir haben, ich könnte noch mehr Forschungsteams haben, das weiß ich, aber ich habe mich für einen militärischeren Weg dafür entschieden und einfach nur Fabriken und so, statt Forschungsfabriken. Forschungsinstitute. Forschungsteams. Mein Gott. Fall von Kairo. Kairo ist jetzt erst gefallen. What the fuck? Game kommt einfach nicht hinterher, oder? So, zwei britische Truppen noch. Keine britische Invasion gesichtet. Nicht da oben. Hier. Oh, warte, warte. Ich habe gelernt, wenn ich das mache, manchmal klappt das, aber auch nur manchmal. Keine Ahnung, ob das wirklich klappt. Also ich habe ab und zu mal das gemacht und in einem meiner Runs hat das wirklich manchmal für Ergebnisse gesorgt. So, Gebirge, Flachland. Flachland ist das, was ich will. Für die Kavallerie. Und wenn wir da jetzt wirklich gleich eine Invasion sind bei Liverpool, komme ich zumindest mit 24 Briten dahin. Und von Liverpool machen wir einfach einen Strich nach Hull rüber. Hull. Einmal hier und dann können wir mit einer Armee nach unten, mit einer nach oben gehen und fertig. Das geht bei Großbritannien und England wunderbar. Großbritannien und Italien. In Italien mache ich das ja am liebsten hier so bei Livorno oder bei Rom oder hier daneben. Und schneide die Insel einmal in zwei, also diese Halbinsel hier unten oder was das ist. Und dann gehe ich mit einer Armee nach oben, mit einer nach unten. Das gleiche mache ich hier gerne. Ja. Und bei anderen Ländern wie Japan funktioniert das auch wunderbar, aber nicht bei der USA. Zu groß für einen Schnitt in der Mitte. Und bei Ländern wie Deutschland oder Frankreich mache ich gerne an vielen verschiedenen Küstenregionen viele Invasionen. Weil je mehr Invasionen, desto mehr kleine Fronten eröffnen sich. Hauptstadt der Zaren. So, Hauptstadt der Zaren, wunderbar. Als nächstes nehmen wir Rache für das Joch. Haben wir hier den Bonus? Nein, das heißt also Hauptstadt der Zaren, das müsste hier. Tatsache. Sonst nirgendwo, nicht mal in Moskau? Nee. Aber cool. Jetzt haben wir hier. Lokale Baugeschwindigkeit 25%. Ist nur voll. Nee, doch nicht. Ist nicht voll. Cool. Ja gut, genau, Polen. Wie sieht's mit euch aus? Wann wollen wir denn kämpfen? Dauert noch. 100 Tage. Da können wir noch nichts machen. Wirtschaft ist egal. Ist egal, wir sind relativ beliebt von der Partei her, wollte ich gerade sagen. Geht so, ist aber ausreichend. Kriegsanleihen sind nie verkehrt. Propaganda brauchen wir aktuell nicht und das brauchen wir auch nicht.
Gut, in 70 Tagen geht es denn gegen die Mongolei. Ihr seid noch nicht da. Ich denke, die werden aber auch keine Chance haben. Wir haben nicht genug Männer dafür. Und dann gehen wir mal auf die schweren Panzer. Dann gehen wir der eiserne Wall der russischen Entschlossenheit. Oh mein Gott, ich sehe gerade was anderes. Nur das hier haben wir nicht gemacht. Wir können das hier noch machen. Nur das hier nicht, weil wir das Dritte Reich gemacht haben. Das Dritte, das Erbe des Dritten Reichs. Wie kann ich das unterrichten? Oh mein Gott. Cool. Was auch immer uns das jetzt im Endeffekt noch bringt. Wir brauchen eigentlich mal bessere Flugzeuge, ganz ehrlich. Wir haben ja immer noch die veralteten Tier-1-Jäger, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Wir brauchen noch nicht mal die Küsten mehr dieses Mal. Wir brauchen auch keine Panzer. Ich meine, unsere russischen Pferde sind wie Panzer. Ich wette, die amerikanischen Panzerdivisionen würden vor unseren Pferden abhauen. Die britischen auch. Jede Panzerdivision haut vor unseren Korsaken ab. Ne, Pferdchen? Ich habe die Division noch gar nicht umbenannt. Verdammt. Ich bin schlau. Vergesst natürlich nie was. Wir könnten eigentlich mal anfangen, Wolfram, Chrom, Alu, Stahl zu entwickeln. Wie viele Fabriken haben wir noch über? Oh, noch genug. Was andere, was wir da machen konnten? Ah, Mineralien da oben schürfen. Okay. Hätten wir die volle Kontrolle. Ich sehe hier noch keine Invasion. Okay, hat nicht geklappt. So, Versorgung ist das Schönste in diesem Spiel. Ich liebe Versorgungen. Sicher ist sicher. LKWs. Wird das hier wenigstens ein bisschen besser gehen, als hier noch einen Knoten zu bauen, ist useless. Der nächstgelegene Knoten wäre auch hier und selbst der kommt da nicht ran. Also wäre das wirklich useless dort mit den Knoten. Ich wollte eigentlich jetzt bis jetzt schon Panzerdivisionen haben, aber leider nicht. Das ist nicht Torbruck. Torbruck, aber hier haben wir jetzt auch eine kleine Alliierteneinheit, die den Vorstoß nach Tunesien auffällt und dadurch einen Keyport an der Küste hält, damit wir weiter vorstoßen könnten dort. Also unsere Verbündeten, wir nicht. Ich versuche es nochmal. Da. Ja, wir haben noch mehr als genug Militärfabriken. Wunderbar. Naja, Landungsfahrzeuge. Und nochmal kurz die, falls wir wirklich Landung machen müssen. So, wie lange noch für das Joch? Ach, für das Joch. Wow, ich habe mir gerade mal die Beschreibung durchgelesen. Alter, diese Paranoia so late noch. Gut, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Japan noch eine Gefahr wird. Die nehmen jetzt hier nach und nach hier unten alles ein. Das heißt, Australien kommt bald. Aber ich glaube... Ja, ich sehe... Sehe ich das richtig? Haben wir... Nee. Noch nicht. Ich dachte, hier wären auch hier. In Afrika kommt ein Stillstand. Hier unten ist es halt langsam zu voll. Wir müssen langsam einfach die Hauptnation rausnehmen. Das wären ja in diesem Falle nur noch Australien, Mexiko, USA und England. Großbritannien. Und dann haben wir es bald. So. Kavallerie ist auch da.
denke mal, die werden nicht viele Truppen haben. Da werden wir einfach durchmarschieren, hoffe ich. Das Gute ist, wir haben gerade einen Manpower-Vorteil. Viel, viel, viel Manpower. Das Schlechte ist. Oh, Eisenminen sind durch. Wir haben noch keine Panzer oder sonst was und Luftwaffe ist total für den Arsch bei uns. Mal ganz kurz gucken. Wir werden mal hier tatsächlich das jetzt mal ausbauen. Hier unsere Ölreserven, die ich jetzt hier in diesem einen Gebiet fokussiert sammle, damit, wenn es bombardiert wird, natürlich die bestmöglichen Überlebenschancen hat. Versteht ihr? Nebenbei will ich die Militärfabrik aber auch noch haben. Wir erhöhen ja unsere Baugeschwindigkeit ist eh high as fuck. Okay, was ist das? Logistiklieferung, ja, ist nicht top. Geht aber so. Theoretisch könnte man auch sagen, wir machen eine Invasion hier auf Liverpool bereit. Und von hier auf Liverpool. Und dass wir dann wirklich die Marine, die wir haben, nehmen. Hoppla. Sagen. Stopp. Oh, Rache für das Joch. Als nächstes machen wir der eiserne Wall der russischen Entschlossenheit. Der Zar plant den Aufbau von Legionen gigantischer Kriegswaffen gegen die bestehenden Panzer winzig wirken. Bam, go. Alle kommen in die Häfen. Wo sind die? Die müssen doch. Mittlerweile können wir unsere Schiffe mit nach da bekommen, ne? Ich will die alle dort gesammelt haben erstmal. Erstmal sammeln wir alle, welche wir haben. So. Genau, Mongolei. Krieg erklären. Ihr wart böse zu uns. Mongolei ist den Alliierten beigetreten. Großangriff. Wir haben keine Luftüberlegenheit. Wir haben so schnell gewonnen, wenn ich das gerade richtig sehe, bei den ersten Angriffen. Die Mongolei ist einfach nach hinten. Die ist einfach, die zieht sich einfach zurück. So, die will ich jetzt zu einer Flotte zusammengeführt haben. So, jetzt warten wir nochmal auf andere Schiffe. Da kommen ja noch ein paar. Kommt alle mal mit nach da. Ich will eine riesige Flotte zusammengeführt haben. Die dann hier sozusagen hier hinkommt und einfach dafür sorgt, dass wir die Invasion machen können. Ich will ganz schnell die Hauptstadt der Mongolei haben, bevor die Japaner oder so mit in den Krieg einfallen. So. Ihr schafft es, die Iberische Halbinsel zu verteidigen. Ich habe nicht die Truppen dafür, gerade um euch zu helfen. Das müsstet ihr schon alleine schaffen. Genauso schafft ihr wirklich gerade keine Truppen mehr. Naja, ihr könnt sie wieder zurückdrängen, wenn sie ein bisschen weiter vorne sind. So. So, wir machen euch schon mal zu eins. Und die kommen jetzt noch. Das sind unter denen etwas langsamer, verstehe. Okay. Euch nehmen wir, machen euch zu eins. Jetzt haben wir 126 Schiffe. Diese Schiffe. Unter den wundervollen Admiral, die wir alle erledigt haben bei der großen Säuberung von. Wow. Ganz ehrlich, gibt es nicht mal irgendwie. Nehmen wir den hier. Du schwimmst jetzt hier rüber. Wir haben alle mal. Warte, wir müssen die hier nehmen. Mongolei hat kapituliert. Und euch darüber befehligen. So. Segelt mal darüber.
Ja, genau, Mongolei ist gefallen. Ganz schnell mit euch nach da. Und ich möchte euch tatsächlich hier unten an den Häfen haben, falls wir eine erfolgreiche Invasion machen. Bei Polen bin ich mir jetzt noch nicht mehr sicher, wie viele Tage jetzt noch waren. Oh, fünf. Seid ihr bereit, Männer, Polen einzugliedern in unser glorreiches Land? Und auch Frauen, ich erlaube auch Frauen da mir mitzumachen, warum auch nicht? Solange sie ein Gewehr halten können. Wunderbar. Bye bye, Polen. Großoffensive, gern Polen. Lückchen machen mit. Oh, die können uns sogar. Hier, ihre polnischen Panzer sind so dermaßen mutig, dass sie sogar gegen unsere Kavallerie aushalten können. Das schaffen nicht die amerikanischen Panzer. Sieht man einfach Polen bei weitem mutiger als Amerikaner. Durch die Amerikaner werden wir mit unserer Kavallerie einfach so durchschneiden, glaube ich. So, Flotti, wo bist du? Wo ist meine Flotte? Hier. Ich erlaube, also Faktor wichtig ist, nur kämpfen, wenn ihr euch sicher fühlt. Reparaturpriorität hoch und Abtrenn deaktiviert. Aber aktuell nicht reparieren, aktuell fahren, schwimmen, segeln, whatever. What the fuck? Unsere Kavallerie ist noch nicht da, natürlich nicht. Sie sind ja eben gerade erst losgezügelt, würde ich gerade sagen, weil sie sind ja mit dem Zug los. So, ab nach Warschau, Männer. Ihr habt euch jetzt da rumherum versammelt, das ist natürlich blöd. Das wollte ich nicht. Ihr seid ready für eine Landung. Fließbandproduktion, machen wir die Obergrenze diesmal. Ich weiß nicht, was ich sonst immer mache. Oh, die bombardieren unsere Züge. Oder was, wo? Ja. Die Polen. Oh, sowas trauen sich wenig Nationen. Dafür wird unsere Kavallerie durch eure Berge jetzt mal eben so reiten. Die Pferde können nämlich straight den Berg nach oben. Und so ganz besondere Pferde. So, also die Polen. Deren Panzer sind gefährlich. Gegen die kommen wir nicht an. Das muss ich sagen. So, da sind wir bereit für eine Invasion. Hier haben wir noch keine Berittenen, aber da machen wir demnächst welche hintun. Was? Ja. Dieser Satz war nicht mehr zu retten, als ich ihn angefangen habe. Und Warschau gefallen. Als nächstes holen wir uns einfach Kowel. Fall von Warschau, wunderbar. Nehmen wir gerade nicht. Warte mal. Doch, hier. Nein. Nö. Nein. Kowel ist auch gefallen. Als nächstes, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Plock. Keine Ahnung, es tut mir so leid. Man möchte aber so diese Namen aussprechen, wenn man sie da sieht, weil man dann irgendwie vermitteln möchte, oh ja, da gehen wir als nächstes hin. Und dann denkt man sich so, I don't fucking know how to spell them. Auf jeden Fall konnten die keine Verstärkung kriegen, weil die ja keine Möglichkeit hatten. Bam, fertig. Gibt Langeweile, richtig, richtig. Afrika will ich euch nicht haben. Invasion Großbritanniens weiß ich auch nicht. Ja. Geht mal hier hin, bis ich weiß, was ich mit euch machen werde. Gerade ein bisschen blöd. Aufklärung verbessert. Wir haben immer noch die Crab-Züge. Egal, brauchen keine besseren. Okay, unsere glorreiche Marine ist vorhanden und wird jetzt einfach hier eine, nicht Patrouille, Angriff sein. Und Abtrenn erlaubt.
So, hab mal eben genießt. Wie gesagt, hier macht ihr das. Und ihr macht eine Landung, sofern es geht. Der Boni bei euch, wir haben gar keine Möglichkeit, einen Offensivboni zu nutzen. Genau, ihr seid jetzt auf dem... Oh, lol. Ich habe noch gar keine Truppen ready. Wir haben noch keine Verstärkung. Ihr werdet die Küstenverstärkung sein, wenn wir da an Land gehen. Wenn natürlich wir da an Land gehen. Das hier würde ich gerne machen, aber wir haben nicht die Befehlsmacht. Weil ich meine für Generäle geopfert habe. Jeha. Also jeha, ich habe keine Ahnung. Das ist aktuell bei mir blöd im Kopf drin. Eine Division zieht sich sogar schon zurück. Aber weniger als ein Tag. Liverpool ist unser Pool. Bam, war der schlecht. So, Verstärkung kommt direkt. Los, Großoffensive. Ihr kommt auch rüber und ihr macht auch eine Großoffensive hier. Ja, so ist gut. Genau, und ihr geht noch nach da unten. Ihr seid schon da unten. Mit einer Handvoll Division macht die fertig. Das ist gut. Das heißt also, es ist nicht direkt Hull. Aber wir haben es trotzdem da gespalten, das Land. So, da, die eiserne Entschlossenheit. Und jetzt machen wir als nächstes Verteidiger der Slaven. Bam. Ach ja, genau, da wollte ich euch das kurz zeigen. Hier. Ich weiß nämlich nicht, was bei dem Event passiert, also lassen wir es mal auf uns zukommen. So. Da strugglen wir noch mit. Ich habe das Gefühl, Japan macht gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen auch Australien erobern oder was? Ich, der keine Flotte ausgebaut hat, muss jetzt sich um die ganzen Invasionen kümmern. Super. Na gut. Dann müssen wir eine Invasion in Afrika machen, weil ich für Gibraltar jetzt, Marokko? Ist das denn Marokko? Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich die Gegend da unten gesichert haben. Der Fall von London, wunderbar. Und Großbritannien kapituliert. So, jetzt haben wir hier nur diese eine Sache. Ihr müsst dafür jetzt nach Asien, das heißt, ihr geht erstmal nach da. Hat natürlich wunderbar geklappt, so wie ich es wollte. Ihr müsst erstmal nach hier. Eine von euch wird hier in Großbritannien sein. Ich habe hier sehr oft, wenn es mal, selbst wenn ich hier bin, dass hier Landungen kommen oder so, wenn ich das hier erobert habe. Und ich möchte einfach hier eine große Armee haben, die sich darum kümmert. Das machen die. Diese Armee und dann, nee, warte mal, das schaffen wir so. Ich möchte, dass ihr eine Landung von Cadiz vorbereitet auf... Okay, das geht schon so nicht. Ich will, dass ihr eine Landung von Malga nach da macht. Ihr seid da zugange und ihr bitte von dieser Ortschaft nach da. Wir brauchen nochmal 6 weitere Kavalleristen. Ja. Ja, 6. So. Und, ja.
Das sollte passen. Wir machen die hier eine Invasion, dann gehen wir von hier aus gegen in Afrika rein. Die kümmern sich um Australien, das wird eine etwas härtere Offensive Invasion.